machst du denn hier? Are you listening? Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu unserem ersten Video im Jahre 2015. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen geilen Rutsch und seid gut ins Jahr 2015 gekommen, Freunde. Und ihr habt gedacht, komm, hauen wir mal auf die Kacke und zeigen das Beste, was es einfach gibt an Packs. Und zwar diese 100.000 Münzen-Sets. Und wir öffnen davon direkt 10 Stück. Sonst immer 1 oder 2. Aber nein, 2015 haben wir uns vorgenommen. Hauen wir auf die Kacke. Und bam, ziehen wir einfach mal 10 Stück davon, Freunde. Ja, wir fangen direkt an. Und falls ihr auch noch Packs öffnen wollt, keine Münzen habt oder sonst irgendwas, dann schaut gerne bei unserer Sponsorseite. Wir schreiben nach, dort findet ihr alles Münzen. Pesan-Cards, Microsoft Points und wir ziehen direkt Marco Reus im ersten Pack. Geil, Freunde, das ist doch ein Hammer. Da machen wir direkt Plus, sowas gibt's doch gar nicht. Marco Reus, guck mal, was der Wert ist. Preisvergleich und zack, da haben wir direkt mal Plus gemacht. So muss das sein, Freunde. Haben wir sonst noch irgendwas drin? Ich glaube, wir hatten hier noch irgendeiner, was wert war. Ja, Chiellini ist nicht schlecht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim zweiten Pack wieder, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, weiter geht's mit Pack Nummer 2. Im ersten direkt Marco Reus drin. Was für eine geile Sache, Freunde. Wir überspringen das Ganze jetzt mal. Und da sehe ich bisher nur Scheiße. Mathieu hatten wir eben schon. Aber das ist das Geile. Sonst sieht man immer, da wird direkt was aufgeblendet. Aber jetzt könnte da immer noch irgendwas Geiles kommen. Scheiße. So, Freunde, ich habe jetzt ganz kurz den Account gewechselt. Und jetzt geht's weiter mit Pack Nummer 3. Ich werde jetzt nicht hingucken. Und wen haben wir drin, Freunde? Wir haben Gerard, Debussy, ganz viele Pogba haben wir drin. Das ist nicht schlecht. Haben wir sonst noch irgendein Duplikat? Und wir haben nur Scheiße drin. Aber immerhin, guck mal, wer haben wir hier? Pogba, der müsste noch ein bisschen was wert sein. Irgendwie 30.000, 40.000 Münzen oder so. Gucken wir mal eben. 30.000 Münzen haben wir hier, vielleicht 50.000 Verlust gemacht. Und dann sehen wir uns gleich beim vierten Pack wieder. Weiter geht's mit dem Nose-Pack und dem... Oh, warte mal. Oh, komm schon. So, weiter geht's mit dem vierten Pack und einem Nose-Pack. Komm schon, wen bekommen wir im vierten Pack? Yeah, gib uns was Geiles und wir ziehen einfach Handanovic. Das kann doch nicht der Ernst sein. Der bestbewerteste Spieler, dann haben wir noch Diaby. Aber bisher keiner, der was wert ist. Schon wieder Kagawa. Und dann kann man das Pack eigentlich auch direkt ablegen, Freunde. Außer Menike, der könnte noch was wert sein. Aber gleich im fünften Pack hoffen wir dann, dass wir wieder was Besseres drin haben. Bis gleich. Oh mein Gott, Toni Kroos. Wie oft ziehen wir diesen Closer mal? Der ist ja richtig um Verfolgen hier. De Rossi, vielleicht verbirgt sich ja noch was Gutes dahinter. Vielleicht irgendein geiler 84er. Balotelli, El Shaarawy, Rojo. Und das war's. Ich weiß nicht genau, was die alle wert sind, aber ich glaube, Balotelli könnte noch so ein bisschen was wert sein. Vielleicht 20.000 Münzen oder so. 8.000 nur noch. Krass, was ist denn da passiert, Freunde? Ja, dann geht's weiter beim sechsten Pack. Bis gleich. Freunde, Alter, wir haben schon 20 Uhr ungefähr und da draußen sind die immer noch am Böllern. Sind die irgendwie Rille oder was? Haben sie verschlafen? Haben die einfach Silvester verpennt? Was kommt denn hier schon wieder? Bender, Khedira haben wir drin. Komm schon, da muss bitte wieder was Geiles drin sein. Gündogan ist nicht schlecht. Rondon, Al-Shamrani, Cuadrado ist nicht schlecht. Negredo, Moreno. Und schon wieder diese Amrabat, Freunde. Also da habe ich mir ein bisschen was Besseres vorgestellt. Aber immerhin haben wir schon ein paar Spieler, die was wert sind hier. Cuadrado auch gar nicht so schlecht. 20.000 Münzen ungefähr bringt er wahrscheinlich noch. Hatten wir noch Gündogan, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich gar nichts mehr bringen. 3.000 oder so. Okay, Khedira nehmen wir mal mit. Ansonsten noch Mertens und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann... Wir kommen auch schon zu unserem siebten 100.000 Münzen-Set. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr so gezogen habt, Freunde. Wir hatten Marco Reus bisher, der war top. Jetzt haben wir Higuain. Dann haben wir hier noch David Luiz drin, Debussy. Higuain nehmen wir mal mit. David Luiz auch. Balotelli schon wieder. Wiltshire ist auch nicht so schlecht. Ansonsten noch André Apfelschürle, bester Mann. Dann haben wir noch Griezmann, Emenike und Bernard. Und dann sehen wir uns gleich beim... achten Pack wieder. Drei haben wir noch, Freunde. Bis gleich. So, wir haben noch drei von diesen 100.000 Münzen-Sets. Komm, EA, bitte gib uns mal einen Inform. Inform, komm schon. Einen Inform. Wen bekommen wir? Ich guck nicht hin. Ich hab nicht hingeguckt. Und wir bekommen... was ist das denn? Hör mal. Concentrao. Ramos. Ich habe gelesen, Ramos hat die meisten Tore von allen ganzen, von den ganzen Karten geschossen, die es überhaupt gibt. Die haben hier schon wieder Cuadrado als Besten drin. Und das war es auch schon. Also es gibt keinen Spieler, Emenike, Ibarbo, keiner hat mehr geschossen als Ramos. Und das ist schon richtig krass, Freunde, weil ich dachte irgendwie Ibarbo oder Emenike oder Dumbia oder so. Damit haben die meisten Tore geschossen. Aber nein, es ist Ramos und wir sehen uns gleich bei den letzten zwei Packs wieder. Und bis gleich. Einmal bitte einen Trommelwirbel für die letzten 200.000 Münzen-Sets.
komm schon, ein Fond muss drin sein. Oder war das Beste, was wir hatten, schon im ersten Pack? Didi Dzeko, was ist das denn für eine Scheiße? Das gibt's doch gar nicht. Dann haben wir Klischee, der könnte vielleicht noch was wert sein. Ansonsten hier noch David Lewis, Ramsey, Dzeko. Und ansonsten war das aber auch ein Scheiß-Pack. Und wir sehen uns beim letzten wieder. Wir kommen zum alles entscheidenden und letzten 100.000 Münzen-Set, Freunde. Diesmal gucke ich nicht hin, weil ich finde, dann ist es einfach geiler, wenn man die ganze Zeit rüber scrollt. Ihr werdet auch nichts sehen, Freunde. Ihr werdet auch nichts sehen. Und wir bekommen, keine Ahnung, Huddlestone, Tosic. Ich gucke gar nicht rüber. Ich habe gerade schon rüber geguckt, Mann. Aber Chan, dann haben wir Juan Fran, Pitti, Bradley, Konko, Valencia, Gakpe, Benatia. Was ist das für eine Scheiße hier? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich dachte, wir ziehen wieder noch einen geilen Spieler, aber Torres wieder mit seinen blauen Haaren immer. Ja, Freunde, war richtig geil. Hat Bock gemacht. Reus war der Beste, der war ja nicht schlecht, muss man sagen. Über 130.000 Münzen bringt er ein. Falls ihr auch noch Münzen braucht oder PSN-Cards, Microsoft Points, dann schaut gerne bei unserem Sponsor in der Videobeschreibung nach. Alles abchecken dort. Könnt ihr einkaufen und mit dem Kauf unterstützt ihr uns dann auch. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hey, Andy, und herzlich willkommen zum vierten Backwager-Match.